Willkommen zurück zu Dark Parables und der violette Gezeitensammler im nächsten Part. Für mich immer noch dieselbe Aufnahmesession. Und es geht weiter. Wir gehen jetzt rein in die Tempelhalle und freuen uns darauf, was uns erwartet. Neues Ziel, Didedü. Und ich habe die Kamera immer noch nicht verschoben. Nein, habe ich noch nicht. Da sind zwei Aussparungen jeweils für ein Buch. Ich habe ein Buch. Aber nur eins. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ja. Bücher und so. Hier kommt etwas Besonderes hin. Ich erkenne es, wenn ich es sehe. Ja, das erkenne ich, wenn ich es sehe. Also wenn ich das sehe, dann erkenne ich es. So, jetzt gehen wir mal hier hin. Da ist wieder der Typ. Did you know this temple is said to lead to Prasino, the legendary sunken kingdom? Nee. I found a curious book here, but I cannot read it. Perhaps you will have more luck. Ja, zufällig brauche ich noch eins. Hier gehört noch ein Kelch, den haben wir noch nicht. Hier ist irgendein Puzzle, ein Seewesen geht hier. Und ich würde sagen, wir wimmeln erstmal hier. Da holen wir uns direkt das blaue Dingensbummes, was wir einsammeln sollen. So, der goldene Kelch soll es auch sein. Irgendwo soll schwirrt hier ein Delfin rum und dies und das und jenes. Die Federn vielleicht? Nein. Was ist damit? Das soll mit. Der Kranz vielleicht auch. Das goldene Dingens. Das da. Und das da. Und das. Nein, nein, nein. So geht das nicht, Alexis, dass du hier einfach, ne, machst, was du willst. Das ist nicht okay. Ich guck mal hinter mir. Ich klick da mal rum. Nein, da ist anscheinend nicht. Da ist der Delfin. Den habe ich schon gesucht. Aber wo ist dieses goldene... Ach, die Geräusche hier auch gerade. So eine kleine Krone. Ich bin noch ein wenig krank. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Ich hatte bei Facebook damals gepostet, dass ich auch Husten und so habe. Deswegen wissen einige von euch das. Und ich hoffe, dass ich immer nicht so einen Hustenanfall kriege, weil das Schöne bei den normalen ohne Facecam-Aufnahmen ist halt, dass man sowas dann auch mal rausschneiden kann. Und jetzt gerade nicht. So, ich habe eine rote Zacke. Wo ist denn dieses rote Ding? Ist das hier direkt vor meiner... Nein, das ist es nicht. Ist das hier irgendwie da drin oder so? Da, da oder... Hm? Hier vielleicht dran? Aber da hatten wir doch schon was eingesammelt. Stimmt, hinter mir. Nein, okay, dann nicht. Dann hole ich mir jetzt eben einen Tipp. Dö, 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 geht das einfach da und da und da lang. Was war das jetzt? Okay, ich wusste gar nicht, dass ich sowas suche. Das ist schön. Dann hätte ich jetzt immer noch gerne die kleine, kleine, kleine goldene Krone. Es ist ja schon nicht einfach hier. Habt ihr sie denn schon gefunden? Also, das war das. Okay, das habe ich mir fast gedacht, dass es so schön getarnt ist. Vielleicht ist ja hier im Roten auch irgendwo einfach die Pfeilspitze. Ach so, das war die... Ach so, es war so eine Vase. Okay. Ich habe das als was anderes gesehen. Wo ist jetzt die Krone? Ach da, nee, die habe ich gar nicht erkannt. Gut, dann haben wir jetzt den Fischschlüssel. Ganz ohne Tipps natürlich. Diese Freske von der Meeresgöttin wirkt, als ob sie sich schon seit Ewigkeiten hier befindet. So, dann können wir jetzt hier, ne, Fischschlüssel reinhämmern oder was anderes. Je tiefer ich mich unterirdisch fortbewege, umso tiefer scheint das Wasser zu sein. Wo ist eigentlich der Mond? Ich muss den Mond mal suchen. Sagst du eigentlich noch was? Nö, ne? Ich muss doch den Mond finden. Einige der Statuen halten Sphären. Vielleicht gehört auch hier eine hin. Ja. Aber in jedem Bild ist so ein blöder Mond. Und ich habe ihn noch nicht. Hm, das ist ja doof. Ich bin aber auch ein bisschen blind geworden. Das ist schon wieder viel zu lang. Hier, da ist ein Mond. So, jetzt habe ich wenigstens einmal gefunden.
Was soll hier hin? Diese Aussprung sieht aus, könnte man hier eine Vase platzieren. So, hier ist eine Vase. Viel Spaß damit. Und hier kommt jetzt das andere Buch erstmal hin. Kriege ich dafür noch eine Vase? Ein Geheimgang öffnet sich. Okay, dann gehen wir mal ab in die Bücherei. Das erste, was ich mache, ist den Mond nehmen. Juhu. So, was haben wir hier Schönes? Kopf der Marmorstatue Aalmarke. Mein König, dieser Krieg hat schon zu viele Leben gekostet. Kokino ist sehr stark, aber du wirst die Kraft haben, sie zu stoppen. Rufe die Meeresgöttin herbei und bediene dich ihrer Macht gegen das Rote Königreich. Sie wird dich auf ewig beschützen, dein treu ergebener Diener, Kanzler Cassius. Wie alt ist dieser Brief? Ich weiß es nicht. Was haben wir bekommen hier? Irgendwas für die Parabel? Echt? Das ist ja toll. Was wird denn das für eine Parabel? Weiß man das schon? Ach, die Parabeln, das wird schön. Hier haben wir ein Bücherregal. Und da gehört, den finde ich ruckzuck. Hier, den Blitz. Ruckzuck. Dieses Schloss sieht irgendwie komisch aus. Zufällig schon mal ein Schlüssel dabei. Wasserpendant. Da habe ich noch keinen Schlüssel. Dann kriege ich das auch nicht auf. Hier ist noch eine Vase. Entweder spielen meine Augen verrückt oder ich befinde mich tatsächlich unter Wasser. Ich nehme mal an, ja. Wie ist das nur möglich? Ich möchte auch in einem Meerestempel sein. So, was ist hier? Da, noch eine Vase. Da hatte ich den Mond schon gefunden, nur hier jetzt noch nicht, ne? Ist immer blöd, wenn der jetzt halt hinter mir ist. Doch! Ich habe den Mond tatsächlich unsichtbar gefunden. Besser geht's ja gar nicht. Hier gehört ja noch ein Kelchen und eine Marmorhand. Vielleicht können wir hier den Drachen schon mal reintun. Und... nein. Das Schild vielleicht? Wer hätte es gedacht? You've unlocked the royal tomb. Ja. Genau das haben wir gemacht. Kapitel 2. So schnell geht das. Und da ist die dritte Vase. Ach, schön. Die Gruft ist für einen König angemessen. Meeresseelensphäre. Das ist Alexandros hier also. Jemand hat ein Stück der linken Hand abgebrochen. Warte, ich habe zufällig eine dabei. Okay, es soll die rechte sein. Und seinen Kopf habe ich auch schon. Ja, dann fehlt nur noch die andere Hand. Was haben wir hier für Dinger? Oh, ich kann hier so kleine Leuchtdinger anklicken. Und kriege was? Kommt der Aal? Nein. Rest. I cannot rest. My wrongdoings bind me here. Leave. While you still can. Ein Geist, der weiß, dass er etwas falsch gemacht hat und dessen Seele nicht ruhen kann. Ich frage mich, warum. Das finden wir heraus, wenn wir ihm die andere Hand wiedergeben, würde ich sagen. Kapitänsschiffflasche. Und da ist doch noch was versteckt. Teil des Palastemblems. Okay. Das ist schön. Lalala. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Ich würde sagen, wir packen mal die Vase rein. Und schauen mal, was wir dafür bekommen. Voll die Magie, die immer entsteht, nur weil man drei Vasen hinstellt. Und das bei uns zu Hause wäre aber auch schön. Einfach so eine Vase auf den Tisch. Da ist der Blitz. Dann gehen wir nochmal in die Bibliothek. Das finden wir ruckzuck, den Blitz. Und dafür kriegen wir ein Schlüsselteil. Einige der Bücher fehlen mal wieder. Bücher sammeln. Können wir damit den anderen drauf machen? Hm. Schlüsselteil ist wohl was anderes. Hm. Na gut. Dann gehen wir erstmal hier nochmal rüber. Und da nochmal rüber. Habe ich hier eigentlich schon den Mond gehabt? Nö. 8 von 40, so. Der Mond muss mit. Aber gibt es hier sonst nichts mehr, was wir machen können, oder wie? Außer ihm die Hand geben. Die habe ich doch noch nicht, oder? Nö.
Da muss es noch was anderes geben. Und den Kelch haben wir doch auch noch nicht. Tempelhalle. Möchtest du uns vielleicht mal helfen, irgendwie, wo wir hin sollen, oder? Oder nee. Nicht so Bock. Was war hier? Hm? Tja. Finde den Durchgang zum Unterwasserkönigreich. Ja. Sphäre. Vielleicht will sie die... Ah, die Meeresphäre. Hier scheint eine besondere Plakette zu fehlen. Der Dings? Nee. Plakette, Plakette? Nee. Es ist das Oberteil eines Schlüssels, doch das Hauptteil fehlt noch. Ach so, wir müssen die hier zusammen friemeln. Warte, dann gehe ich erstmal zurück zu der, zum Schrank hier in der Bibliothek. Mach das hier auf mit unserem selbst gebastelten Schlüssel. Daran muss ich mich erst gewöhnen, dass wir jetzt hier bei dem Wimmelbild Dark Parables teilen, Dinge selber zerteilen und benutzen können. Das war halt vorher überhaupt nicht so. Und dann können wir ihm auch die Hand wiedergeben. Ist der Geist jetzt entwichen? Es ist leer, aber was ist mit dem König passiert? Wo könnte er sein? I don't know. Erreiche das markierte Feld mit einer begrenzten Anzahl von Zügen. Sammle auf dem Weg dorthin die Leuchtsphären und du hältst zusätzliche Züge. Mit einer begrenzten Anzahl. Sammle auf dem Weg dorthin die Leuchtsphären. Okay, dann würde ich sagen, gehe ich erstmal hier unten lang. So. Steht denn hier irgendwie, wie viele Züge? Ich habe 4. Okay. Hm. Ja, wenn ich die hole... Ja gut, wir machen das mal einfach. Jetzt habe ich nur noch 3. Das geht ja nicht. Ach so, wenn ich in den blauen gehe, komme ich automatisch da rein. 1, 2. Aha. Okay. Gut, also wenn ich in das blaue Dings gehe, dann komme ich bei dem anderen blauen raus. Das ist ja ganz tricky hier. So. Dann gehe ich da mal rein. Hole mir die Sphäre. Jetzt habe ich wieder 3. Eins, zwei, drei. Habe aber nur 3 Züge jetzt. Wie soll ich das machen? Nee, das war's. Das war's. Das funktioniert nicht so. So, jetzt bin ich da rausgekommen. Was hat das jetzt gebracht? Gar nichts, oder was? Ich glaube, das war gar nicht so schlecht, jetzt hier anzufangen. Man muss nur überlegen. Jetzt habe ich wieder 3. 1, 2, 3. Dann bin ich da bei dem blauen. Ja, aber warum komme ich denn jetzt hier nicht raus? Bei dem blauen? Das verstehe ich nicht. 1, 2, 3, 4. So, jetzt bin ich bei ihm hier. Achso, weil kein Zug mehr übrig war wahrscheinlich. Muss ich denn alle Sphären einsammeln? Keine Ahnung. Sammle auf dem Weg dorthin die Leuchtsphären und du erhältst zusätzliche Züge. Aber muss ich das denn machen oder... mal, das war doch super. Das war doch klasse. Haben wir es dann? Yeah! Okay. Oh. Einfach ein bisschen nach Gefühl. Es war ein bisschen Glück.
So, jetzt habe ich eine trübe Sphäre. Ich gehe mal wieder zurück. Keine Ahnung. Königszepter, sie möchte ja auch eine haben. Kriegt die jetzt einfach mal eine, bitteschön. This is it. The way to the sunken kingdom. Woohoo. You found it. Yeah. Ziel erfüllt. Das ist schön. Dann gehen wir einfach mal dahin. Jetzt wollen wir es doch wissen. Hier war wirklich ein geheimer Weg. Ich werde endlich das altertümliche Prasino zu sehen bekommen. Unglaublich. Ja, finde ich auch. Gleich den Mond mitnehmen. Und wir am Ende alle haben. Hier können wir jetzt Dinge reintun. Beziehungsweise Muschelspiegel habe ich bekommen. Was ist das hier unten? Auszeichnungen. Ach so. Okay, für wahlloses Auswählen habe ich sogar auch eine bekommen. Entschuldigung. Ich glaube, ich habe hier noch nichts, aber wir gucken erstmal. Sieht aus, als ob die Königin krank war und der König sie gepflegt hat. Das Zepter der Königin fehlt. Warte, wir haben doch eins. Können wir das hier irgendwie wo reinstecken oder so? Oder... Ja. Und da auch das Zepter der Königin. Ja gut, dann haben wir ja seins schon mal. Da können wir auch lang. Palasteingang. Wir gehen mal in die Kristallhöhle zuerst. Voll schön. Was haben wir denn hier? Da haben sich mir die Haare aufgestellt. Ich frage mich, was das bedeutet. Oh, wir können hier ganz viel einsammeln. Kristallpendant und Muschelhornspiegel. Und irgendwo ist hier wieder ein Mond. Wo ist der Mond? Ich hab ihn. So. Ich muss Juwelen in genau diesen Formen suchen, in vergoldeten Fassungen. Juwel, Juwel, Juwel. Ach, ich will doch gar nicht darauf. Jetzt bin ich da auf den Knopf gekommen. Juwelen. Haben wir da was? Dann machen wir ein Wimmelbild. Oh je, das sieht sehr bunt aus. Ich sammle mal wieder das ein, was so aussieht, als ob es eh eingesammelt werden soll. Finde 50 Objekte, ja. Gib mir Mühe hier. Okay, da ist eingefroren. Das Buch darf aber auch mit. Dann noch so eine Art Schild, genau. Und so ein Flatter-Dings, das da. Dann der blaue Stein. Und uns fehlt noch hier so eine Art Schwert. Ja. So, vollende ein Wimmelbild. Spiel ohne was? Vollende ohne Tipps. Ja, habe ich gemacht. Ohne Tipp, geschafft. Sehr schön, herzförmiges Juwel. Haben wir hier. Wenn ich diesen Fels bewegen will, brauche ich wirklich irgendein Werkzeug. Haben wir irgendein Werkzeug? Nein. Dieses Porträt sieht komischerweise bekannt aus. Ja, es sieht aus wie die Froschkönigin. Wir haben ja auch einen kleinen Frosch. Können wir den da nicht hintun? Tut mir leid, das muss ich nochmals überdenken. Ich finde, das war gut durchdacht. Ich will das jetzt machen. Ich will das da jetzt einsetzen. So, dann gehen wir zum Palasteingang. Das Ding hat einen Mann verschluckt im Ganzen. Ich möchte lieber nicht von jemandem aufgefuttert werden. Ja, wer möchte das denn schon? Muscheldingens, Muschelspiegel, Kristallbänder. Nichts, was hier reinpasst. Warum habe ich nichts? Okay. Können wir da nicht nochmal hin? Doch. Es scheint, als ob ich mich auf dem Meeresboden befinde, aber es ist trocken hier. Was ist denn das für ein Zauber? Ich weiß es nicht, wir nehmen erstmal den Mond mit. Das ist viel wichtiger. Da ist die Spitzhacke, die wir brauchen.
Und darf ich jetzt endlich den Frosch reinsetzen. Das ist ja nett. So, dann kriegst du auch gleich noch dieses Juwel. Dieses Märchen kommt mir sehr bekannt vor. Dann können wir da in Prinzessin Naidas Zimmer gehen. Hier können wir aber eine Muschel vorher noch einsetzen. Muschelspiegel. Und hier fehlt uns leider jetzt noch was. Schade. Hier habe ich noch einen Fisch. Nein, den kann ich nicht mitnehmen. Sieht wie eine Art von Hai aus. Wandbildinschrift. Meeresfee, Sphäre. Überall sind violette Korallen. Es sieht aus, als ob das Emblem des Königreiches hier fehlt. Aber das soll hier jetzt nicht rein, oder? Nein. Vielleicht basteln wir uns das noch. Ich gehe mal zurück zu der Spitzhackengeschichte. Dann vergesse ich das nicht. Und dann können wir uns so eine kleine Libelle mitnehmen. Eine Efeu-Marke würde hier passen. Ja, das ist schön. Wandbildinschrift? Nee. Das ist es nicht. Dann gehen wir mal... Ja, das will ich doch gar nicht. Dann gehen wir mal in ihr Zimmerchen. Oder soll ich eine Libelle hin? Zufällig? Nein. Nein, nein, nein. Da kann ich... Wandbildinschrift? Nee. Ich glaube, wir müssen erstmal in ihr Zimmer gehen. In Prinzessin Naidas Zimmer. Was haben wir denn hier Schönes? Ich habe diese Statue schon einmal gesehen, weit entfernt von hier. Neugierig. Hier fehlen ein paar insektenförmige Marken. Ich habe schon mal eine Libelle. Aber das passt da nicht rein. Warte, war da was zum Einsammeln? Ja, tatsächlich. Was für eine Parabel. Das habe ich schon wieder gar nicht so richtig wahrgenommen irgendwie. Auf diesem Deckel befinden sich ein Einhorn ohne Horn. Das scheint eine private Korrespondenz zwischen Prinz James und der Prinzessin zu sein. Der beste Tee. 1 von 6. Oh, toll. Kann ich jetzt immer den Tee andipsen? So, hier habe ich wieder so eine Flasche. Da ist das Zepter für die Königin. Was für ein wunderschönes goldenes Wandbild. Hm, passt das da rein? Was wollen die da drin haben? Plakette oder ähnliches fehlt da. Nichts von dem, was wir hier haben, gehört da anscheinend rein. Was haben wir hier noch? Ich muss etwas finden, womit ich diesen Schrank öffnen kann. Und wir müssen den Mond noch mitnehmen. So. Nicht den Mond vergessen. Der Raum glüht warm wie ein Schrein oder so. Vielleicht ist die Prinzessin, die in diesem Zimmer wohnt, schon gestorben. Ja, das kann sein. Es sieht wie ein Gemälde von dem Schloss aus. Total schön gemacht übrigens. Auch wenn ich hier die ganze Zeit laber und laber und laber wegen dem Spiel, weil ich ja weiterkommen muss. Echt super schön. Mag das sehr gerne, hier gerade einzutauchen in diese Unterwasserwelt. Saphirstein, Nautilus-Spiegel. Ja. Warte mal, dieses Dings hier brauchten wir doch. Etwas, was genauso aussah, nämlich... Wo war denn das? Oh, hier ist noch was. Das habe ich gar nicht gesehen. Ein Foto von Pinocchio. Der Fremde hat es fallen gelassen. Könnte er etwa... Was? Hier ist ein Parabelteil noch. Gut zu wissen. Gut, dann geben wir mal hier das Zepter rein. Und bekommen dafür Rad vom Spielzeugschiff und zerbrochenes Palastemblem. Okay. Irgendwie frage ich mich jetzt immer, ob ich irgendwas schon übersehen habe mittlerweile, aber... Hier gab es auch gar nichts mehr, oder? Weil ich kann mir das immer alles nicht merken, ob es sonst wo was zu tun gab. Hier waren auf jeden Fall diese Dinger, aber mir fehlte eines noch. Palastemblem. Damit lässt sich sicherlich die Tür öffnen und hier fehlten diese Efeu-Dinger. Okay. Dann gehe ich nochmal hier nach vorne. Da war der Fisch, der sich irgendwie entwickelt. Und genau das wollte ich noch. Da die Muschel. Sehr schön. Ach Gott, ja, jetzt können wir wieder zurück.
Lass mich überlegen. Ich dachte, jetzt hätte ich auch mittlerweile dafür zumindest schon mal einen Teil. Was? Warte mal. Auf der Muschel hier war ja auch was, ne? Ein Vater mit 5 Töchtern. Es sieht aus wie das Foto der Königsfamilie. Das hatte ich auch noch gar nicht gesehen. Na gut. Packen wir den Kringel da auch noch rein. Ach, wie schön. Ein Seepferdchen. Und ein Glückskäfermarke. Gehört die hier rein? So viel Kram. Und ich weiß noch gar nicht, wohin überall damit hin. Hier können wir jedenfalls nichts mehr machen. Das Wasser sieht frisch genug zum Trinken aus. Entschuldigung. Dann packe ich mal das hier rein. Ah, und da kann ich jetzt dieses Teil da rein basteln. Sehr schön. Dann habe ich das ja fertig. Jetzt fehlt uns aber ein Schloss. Verschlossen. Nichts, dem ich nicht schon einmal begegnet wäre. Ja, das stimmt. Wir haben schon einige Schlösser hinbekommen. Dann schaffen wir das ja wohl mit dem hier auch. Das ist der Königspalast von Prasino. Die Geschichten stimmten dann doch. Okay. Dann packe ich jetzt hier die Tierchen rein. Ich hatte doch auch so ein Käfervieh. Dafür bekomme ich... Mein Liebes, du hast mir bei meinem Fluch geholfen. Nun bin ich bei dir... Bin ich dir bei deinem behilflich. Ich helfe dir dabei, das zu finden, was du suchst. Sei aber vorsichtig, denn in Kombination können die Mächte der elementaren Sphären katastrophale Auswirkungen haben. Ade, mein Liebes. Wir werden bald wieder vereint sein. James. Achso, und das kann man sich dann immer wieder an durchlesen, wenn man Lust hat. Da fehlt eine Plakette. Die haben wir doch auch schon, oder nicht? Ist das, nee, ich denke immer, dass es die ist, aber die ist es irgendwie nicht. Hier scheint eine besondere Plakette zu fehlen. Nee. Anscheinend haben wir es doch noch nicht. Muss etwas finden, womit ich den Schrank öffnen kann. Damit anscheinend nicht. Damit gerade auch nicht. Damit vielleicht. Was war hier? Kann ich da noch was machen? Oh, hier habe ich... Nee, Quatsch. Ich meinte jetzt eigentlich dieses kleine Bild hier. Na gut, dann nicht. Wo geht's denn jetzt mal hin? Damit kann ich das Schloss öffnen, okay. Aber was ist mit den anderen Sachen? Verschiebe die fehlenden Teile auf ihre korrekten Positionen. Einige sind versteckt. Okay. Der passt vielleicht ihr hier, okay. Muss mich erstmal hier zurechtfinden, Mina. Was ist das da? Der Fächer oder so? Dann habe ich hier so ein Zepter. So ein Rabe. Ein Schild. Wo gehört das hin? Da oben. Das hängt da oben. Den Mond habe ich auch. Was kann man hier noch sammeln? Den Stern. Den habe ich auch. Wo ist denn jetzt die Krone und so das Zeugs? Hier habe ich noch was. Was denn? Ich sehe nicht was. So ein Kessel. Der hängt da. Okay. Gut. Ah, hier. Da, das ist die Krone. Ich gehe mal mit der Hand hier entlang, weil ich nicht weiß. Da ist die Raute. Das ist das Fenster. Und das war's. Okay. Cool. Ziel erfüllt. Sehr schön. Wir gehen durch in den großen Saal. You must leave before my father comes. He hates landwalkers. I'm sorry about that hooded man, but I had to stop him. I just... Landwalker! Out of my way!
You dare to enter my domain and challenge me? Soon we shall be free once more! Neue Auszeichnung. Guter Zuhörer, höre dir die Einleitung an und so weiter. König Kapitel 3 vor allem. Hör dir das an. Auszeichnung, hör gar nicht zu, bald ist schon wieder weg. Der König und die Prinzessin wurden durch einen Fluch verwandelt, haben monströse Formen angenommen. Okay. Was denn da los? Man weiß es nicht. Was kriege ich hier? Muschelhornbürste. Die Einkerbung hat die Form einer Krabbe. Ich habe draußen, ganz am Anfang, bei Kapitel 1, da hat man eine Krabbe gesehen. Der König sieht auf diesem Gemälde sehr imposant aus. Man kann hier auf den Balkon gehen. Neuer Auszeichnung, König des Meeres. Okay. Aber den Mond habe ich noch nicht gefunden. Da ist der Mond. Nein! Hey, ich will da wieder rein. Und ich will den Mond haben. Nimm den Mond mit. Es ist der ekelige Aal. Ich passe jetzt besser auf, wo ich hintrete. Du nimmst jetzt erstmal den Mond mit. Genau. So, dann kann man da irgendwie rein oder so. Sagst du da noch was zu? Wie dick das Glas sein muss, dass es hier in der Tiefe dem Wasserdruck standhält. Schön, dass sie aber so logische Gedanken jetzt reinbringen. Ich gehe mal hier in den Korridor rein. Es sieht so aus, als ob der König in Eile wäre. Ja. Okay. Das ist sicherlich die Tür zu den Kammern einer anderen Prinzessin. So, jetzt lass mich raten. Sieht aus wie ein Spielchen, was auf uns zukommt. Ändere die Symbole so, dass sie am Ende alle gleich sind. Wähle die Symbole in der Auswahl links aus, um im Spielfeld angrenzende Symbole in dieselbe Farbe zu ändern. Die Anzahl der Züge ist begrenzt. Nochmal. Ändere die Symbole so, dass sie am Ende alle gleich sind. Wähle die Symbole in der Auswahl links aus. Achso, das kann ich. Dann kann ich nur die lilanen nehmen. Und im Spiel werden angrenzende Symbole dieselbe Farbe zu ändern. Okay, und die Züge sind aber begrenzt. Wo sind denn die Züge nochmal? Ich sehe das immer nicht. Wahrscheinlich da, wo mein Gesicht ist, was? Und ich kann die jetzt selber nicht ändern, oder? Ah, okay. So, dann werden die alle dazu. Okay, okay. So, kriegen wir noch hin. Ja. Yeah. Schön. Jetzt hatte ich aber sehr viele Züge. Wo fängt es denn jetzt wieder an? Ist es egal, womit es anfängt? Mit Pink fange ich wieder. Dann fange ich unten an. Ach so, da rechts sehe ich diese Kringeldinger. Jetzt checke ich das erst. Gut. Okay, das hat nicht geklappt, oder doch? Nee, ne? Diesmal irgendwie nicht so. Ach so, das ist auch schon ein Zug, oder was? Nee, warte mal, dann, wenn ich da unten schon anfange... Momentchen mal, dann fange ich mit dem an. Dann ist der nämlich schon mal sinnvoller. Nur noch 3 Züge. Das wird schwierig. Das schaffe ich nicht. Oh Manu. Am Ende müssen sie alle gleich sein. Dann fange ich mit Gelb an. Mach so. Da gehen noch 2. Ich glaube, das schaffe ich diesmal. Juhu!
Okay. Die letzte Runde. Ich hoffe, es wird nicht immer wieder von vorne angefangen. Ich gehe mal zu Pink rüber, dann zu denen. Zu dem. Okay, das hat nicht geklappt. Oh je, Mini. Pink. Blau. Gelb. Nee, das mache ich jetzt noch nicht. Dann mache ich wieder so. Pink. Okay. Schön. Puh. Puzzlespieler. Ja. Damit haben wir das Spielchen auch geschafft. Und dann gucken wir mal, was hier in der Prinzessin Calliopes Zimmer ist. Und überhaupt, was hier noch so zu finden ist. Habe ich den Mond schon eingesammelt? Ja, ich glaube schon, oder? Nein. Nein, hatte ich noch nicht. Yeah, okay. Cool. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.